Volksmund sagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Solche Volksweisheiten sind immer sehr praktisch, wenn man sie für sich selbst anwenden kann. Nun gut, vor einiger Zeit stellte ich euch diese wunderschöne Pfeife von Werner Mumat vor. Es handelt sich nach meinem Dafürhalten nun endgültig um eine Bulldog-Rhodesien-Variante mit einem mächtigen Kopf, die naturbelassen war und auf eine Art und Weise nachzudunkeln beginnt, die ist einfach wunderschön. Mit sehr viel Akkuratesse gefertigt und sie lässt sich wirklich fantastisch rauchen. Nun gut, sagte ich mir, dann brauchst du ja eine zweite. Gut, es begab sich denn so nach und nach erstmal, dass ich eine persönliche Nachricht bekam von Herrn Mumat, dem ich auf diesem Wege nochmal herzlich für dieses gute Stück danken möchte, der einfach nur klarstellen wollte, dass es sich hier um ein Ebonitmundstück handelt, dies sei nachgeholt, und dass er in Otterbach lebt. Otterbach in Rheinland-Pfalz gehört zum Landkreis Kaiserslautern, hat eine Gesamtfläche von 6,19 Quadratkilometern und beherbergte Ende 2009 4052 Einwohner. So kam ca. 655 Einwohner pro Quadratkilometer. Wie ihr vielleicht den Bildern des Anfangs entnehmen konntet, scheint das eine echt schöne Gegend zu sein. Vielleicht sollte man da einfach mal hinfahren, um ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Vielleicht kann man auch einen Termin mit Herrn Mumat machen, um sich einmal mal anzusehen, wie er so eine schönen Stücke herstellt. Naja. Was soll ich da sagen? eBay USA. Das Schöne an eBay USA ist, ich brauche mir keine Gedanken machen, dass ich aus Versehen Filterpfeifen bekomme. Weil die Pfeifen, die Herr Mumat, glaube ich, dort einstellt, sind ausschließlich ohne Filter. Und mit wirklich verdammt viel Glück konnte ich mir dieses schöne Stück an Land ziehen. Guckt sie euch nur an. Sie ist groß. Sie ist lang. Sie ist, sag ich mal, naturbelassen, also hell gehalten, sehr, sehr hell, mit einer wirklich interessanten Maserung, einem Holm, kann sich fast dran schneiden, so glatt sind die gerade, die ebenfalls eine Unterteilung zum ebenfalls geteilten Unterteil, schrägt sich ab. Der Kopf ist ebenfalls in drei Facetten unterteilt, also ein richtig schönes Stück mit einem kurzen, in grün-schwarz gehaltenen, jetzt sage ich mal frech, Acrylmundstück, wenn es Cumberland sein sollte. Immer her mit den Informationen, ich habe dran gerieben, ich habe dran gerochen, ich habe kein Gummi gerochen. Sie ist ohne ein Rohrpaste und hat ein monströses Füllvolumen. Also mein Finger verschwindet fast komplett drin. Sie wirkt zwar ein wenig wie ein Gänseei, das man oben abgeschnitten hat und an der Seite jeweils noch ein Stück gekappt hat. Sie ist trotz der Länge relativ leicht. Hat ein hervorragend ausgearbeitetes Mundstück. Das könnt ihr nun nicht erkennen, aber die Farbe kriegt ihr wenigstens noch mit. Es wirkt jetzt dem Video etwas farbenfroher, als es eigentlich in Natura wirkt. Es ist so ein grün-grau-schwarz-meliert. Und diese Maserung ist einfach der absolute Wahnsinn.
Der Holm geht konisch zum Mundstück zu und allein diese Abwinklung, es wird immer enger und mündet am Schluss des Mundstücks, ist allerhöchste Handwerkskunst. Also toll, sie fässt sich bombastisch an, also sie ist wirklich für eine Pranke gemacht, dann habe ich keine Pranke, aber durch das Abgeflachte kann man die gut mit dem kleinen Finger hier halten. Ich habe sie auch schon mal ein wenig geraucht. Voll habe ich mich noch nicht getraut, bin ich ganz ehrlich. Die Raucheigenschaften sind exzellent. Durch den langen Holm wirkt der Rauch schön kühl. Stresstest gab es überhaupt keine Probleme. Dazu ist einfach zu viel Holz an der Pfeife. Auch da machen sich auch diese Wegnahme des Holzes nicht bemerkbar. Es ist eine richtig schöne Offenbarung. Ich kann auf diesem Wege Herrn Mummert nur noch mal vielmals danken, dass er so ein Stück hergestellt hat. Das ist nun wirklich nicht jedermanns Sache. Und es wurde bestimmt eher einem 2,10 Meter Hühn zu Gesicht stehen. Aber sie ist einfach toll. Und etwas für zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Pfeife mit Anstand in einer meiner Pfeifen Taschen unterbringen würde, aber das macht ja nichts, hat man genug andere. Gestempelt ist sie wieder mal mit Handmade Werner Mummert Germany und seinem Namenszeichen am Holm. Den könnte man theoretisch hier erkennen. Ja, so ein bisschen seht ihr, dass da was ist. Es ist ein Koloss. Ich glaube, ich brauche neue Pfeifenstühlchen oder Ledersäcke für die Pfeifen, weil auch diese ist keine Standardpfeife, die in ein normales Pfeifenregal, wo sie so schön hängen, geeignet. Dafür ist sie auch zu lang. Aber sie ist eine prima große Schwester von meiner Bulldog Rhodesien. Passen doch prima zusammen. Gut, sie ist ein bisschen größer. Fast auch eine ganze Menge mehr. Aber sie haben eins gemein. Eine unverschämt gute Verarbeitungsqualität. Ich kann euch nur auf die nachfolgenden Bilder verweisen. Ich versuche einfach mal sehen, ob ich es hinkriege, eine Miniatur-Diashow einzubringen, in dem Pfeifen aus seiner Internetseite dargestellt werden. Hoffentlich darf ich das überhaupt. Er hat mir geschrieben, dass diese Seite nicht ganz aktuell ist, aber er ist in Facebook vertreten. Also diejenigen, die auch in Facebook stöbern, das mache ich nicht, ich habe wirklich keine Zeit dafür, die werden bestimmt schon an gute Stücke von Herrn Mummert geraten. Und wenn nicht, schreibt ihn vielleicht einfach. Ich glaube, er ist der Letzte, der er nicht Fotos seiner aktuell verkäuflichen Stücke mitteilen kann. Seine Preise sind allemal im mittelpreisigen Pfeifenmacher-Segment angesiedelt. Und er ist wirklich etwas ganz Eigenes. Und auch seine Hänger sehen wunderschön aus, zumal er auch nur Künstler ist. Also am Schluss dieser Diashow seht ihr noch ein paar von seinen Pfeifenkunstobjekten, die teilweise sogar illuminiert sind. Sieht schon spannend aus, aber ich habe überhaupt keinen Platz für sowas. Genießt die folgenden paar Minuten. Passt schön auf euch auf, bleibt mir ja gesund. Habt eine wunderschöne Sommerzeit und seid euch gewiss, ich denke an euch. Euer René.